Probleme auf dem Zickzackweg. Mulats Hacker ist mit Henrietta weggelaufen und Bürgermeisterin Gutherz hängt an einem Ast fest. Wir müssen die Bürgermeisterin befreien. Für diesen Einsatz brauchen wir Sky. Ja, ich bin der Flughund. Und außerdem brauchen wir Chase. Das ist ein Fall für Chase. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Tut mir leid, Ryder. Bis jetzt noch nichts. Warte! Oh, das ist Sky. Immer schön lächeln. Ich hab sie gefunden. Aber wir sollten uns beeilen. Okay, Chase, hol jetzt dein Netz. Schöne Aussicht. So, jetzt wollen wir Mulat, Hacker und Henrietta holen. Sky? Ich folge jetzt dem Pfad nach oben. Ryder, ich habe sie gefunden, aber sie sind auf einer wackeligen Hängebrücke und die sieht nicht sicher aus. Ich habe eine Idee. Tracker, bitte komm. Hallo, Ryder. Ich bin ganz Ohr. Was hast du auf dem Herzen? Flugbereit, Tracker? Ich fang dich auf. Hab dich. Oh, Henrietta, du bist in Sicherheit. Danke sehr, Tracker. Hey, Mulat Hacker. Sieh mal, was ich habe. Oh! Ryder, du hast es geschafft. Sie wissen ja, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein I-A reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Der Ballon vom reisenden Reinhard ist kaputt gegangen und irgendwo in der Antarktis gelandet. Everest, du suchst mit dem Schneemobil vom Boden aus nach Reinhard und seinem Ballon. Und Rocky, du reparierst Reinhards Ballon mit deinem Werkzeug. Rocky rockt! Ryder, ich habe Reinhards Ballon gefunden. Gut gemacht, Everest. Wir sind unterwegs. Komisch, hier ist zwar sein Ballon, aber wo ist Reinhard? Sieh dich doch mal um. Vielleicht findest du irgendwo Spuren. Ryder, hier sind Pinguinspuren und Fußabdrücke. Sie führen in diese Richtung. Die Spuren führen zu dieser Höhle. Reinhard muss da drin sein. Das gibt's doch nicht. Ich bin hier, um sie da rauszuholen. Aber ich kann nicht näher ranfahren. Das Schneemobil ist zu schwer. Klebstoff. Gut, der Flicken wäre jetzt drauf. Ryder, Reinhard steckt in einer Höhle fest. Nein. Aber das Schneemobil ist für eine Rettungsaktion zu schwer. Hilfe ist unterwegs. Rubble, wir brauchen dich und dein Schwebebord, damit wir Reinhard retten können. Rubble ist der Retter! Keine Angst, Pinguine. Ich helfe euch. Folgt mir! Reinhard, geht es Ihnen gut? Greifen Sie nach meinem Bord und mich loslassen! Alles klar! Gut gemacht, Fellfreunde. Er ist so gut wie neu. Danke, Rocky. Tut mir leid, Reinhard, aber mit der Karte habe ich das Loch geflickt. Kein Problem. Ich verlasse mich einfach auf meinen untrüglichen Entdeckerinstinkt, um nach Hause zu finden. Ich bin immer da, wohin der Wind mich weht. Vielen Dank für alles, Puppetrol. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Wir müssen Bürgermeisterin Gutherz und ihre Freundin Helga Besserwisser aus einer tiefen Schlucht befreien. Hilfe! Also für diesen Einsatz brauchen wir Chase. Das ist ein Fall für Chase. Der Rand der Schlucht ist sehr bröckelig. Es wird ziemlich schwierig, seinen guten Halt zu finden. Also brauchen wir auch Rubble. Rubble ist der Retter! Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Hallo, Bürgermeisterin Gutherz und Frau Besserwisser. Geht es Ihnen gut? Oh, viel besser jetzt, wo ihr hier seid. Okay, Ryder. Mein Seil müsste von hier aus bis zu Ihnen reichen. Dieser Abhang ist allerdings sehr rutschig. Mein Kran wird das schon schaffen. Danke, Rubble. Ruff, Seilwinde. Oh, gut gezielt, Chase. Ruff, Seilwinde einziehen. Immer schön langsam. Halten Sie sich gut fest. Oh, ich danke euch sehr.
Ihr, das habt ihr toll gemacht. Wir helfen, wo wir können. Und jetzt sollten wir Bürgermeister Besserwisser suchen. Oh, irgendwie muss ich an diese Blume rankommen. Ja, nicht rollen. Ich will meine Bessie-Mami, komm her. Ich bin ja hier, Gummibärchen. Oh, Mami, da hab ich Glück. Sieh mal, Mutter, ich hab die Hühnertulpe gefunden. Wow! Bravo! Jetzt kann sich jeder, der hier vorbeikommt, an der Schönheit der Hühnertulpe erfreuen. Dank der waghalsigen Rettung der Paw Patrol. Oh, gern geschehen, Frau Bürgermeisterin. Wenn es wieder mal Tulpenprobleme gibt, ein Anruf reicht. Okay, Freunde, ich komme jetzt. Boo, ich sehe dich. Niemand hier. Ihr seid wirklich gut im Verstecken. Nur Geduld, Meckerliese, kleine Lämmer. Ihr kriegt gleich euer Abendessen. Oh, ich muss den Eimer wieder auffüllen. Oh, jetzt ist das Dach vom Silo runtergekracht. Oh. Mein Mais ist leichte Beute für diese hungrigen Vögel. Weg mit euch! Kusch! Die Vögel haben ihre Freunde gerufen. Ha, da rufe ich wohl besser die Paw Patrol. Oh nein! Oh, sie essen immer mehr! Paw Patrol, ihr kommt gerade rechtzeitig, um diese hungrigen Vögel zu vertreiben. Jetzt kann ich das Silodach reparieren, bevor wir es wieder aufsetzen. Chase, benutze dein Megafon, um diese Vögel zu verjagen. Megafon! Kuschvögel, kusch! Verschwindet vom Silo. Das gilt auch für dich, Möwe. Gut gemacht, Chase. Weiter so. Danke, Ryder. Das habt ihr gut gemacht, Paw Patrol. Ich hab das Dach repariert und jetzt kann es wieder drauf. Okay, Sky. Heb das runde Dach wieder zurück auf seinen Platz. Nächster Halt, Silo-Dach. Ein Silo-Dach im Anflug. Aha, sehr gut, Sky. Danke, Paw Patrol. Jetzt kann ich den Rest von meinem Mais im Silo einlagern. Wenn ihr Silo-Dach mal wieder wegfliegt, ein Anruf reicht. Hey, wer will heute Mais zum Abendbrot? Ich hab jede Menge. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Bauer Alfred, Bäuerin Yumi und ein paar Touristen sitzen in einem Reisebus mit einem kaputten Lenkrad. Das noch! Oh nein! Für diesen Einsatz brauchen wir Rocky. Du bringst mit deinem Werkzeug das Lenkrad wieder an. Und Sky. Du hebst Rocky mit deinem Hubschrauber durch das Klappdach in den Bus. Ja, ich bin der Flughund! Seht mal, die Paw Patrol! Bereit, Rocky? Bereit! Kann losgehen, Sky! Festhalten! Danke, Sky. Ryder, geschafft. Das sieht gar nicht so schwierig aus. Ich muss einfach nur das Lenkrad wieder anschrauben. Nein! Schlechte Nachrichten, Ryder. Das Lenkrad ist in die Bucht gefallen und ich sehe keine Bremse. Ryder, der Reisebus fährt in Richtung Fluss. Oh, Ryder, die Zugbrücke geht hoch und wir können nicht anhalten. Robohund, fahr den Paw Patroller so schnell du kannst zur Zugbrücke. Versperren wir ihm den Weg? Nein, wir werden ihn einfach Huckepack nehmen. Danke, Paw Patrol. Ihr habt uns von der verrücktesten Stadtrundfahrt aller Zeiten gerettet. Gern geschehen. Sie wissen ja, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder.
Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Jemand hat bei euren Yumis leckeren Honig gestohlen und ihren Bienenstock. Einen ganzen Bienenstock? Das ist absolut unglaublich! Der Honigdieb hat auch den Zaun kaputt gemacht und jetzt laufen Yumis Tiere frei auf dem Feld rum. Für diesen Einsatz brauchen wir Spion Chase. Du kannst mit deiner Nachtsichtbrille und deiner Kamera den Honig und den Bienenstock finden. Und Rocky, du musst mit deinem Werkzeug den Zaun reparieren, während wir die Tiere zusammentreiben. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Rocky, wir reparieren den Zaun, während Chase die Tiere zusammentreibt. Geht klar. Zum Glück habe ich noch ein paar Zaunlatten. Megafon. Grunz, Grunz, kommt her, kleines Schweinchen. Und hierher, Kulinda. Gut gemacht, Fellfreunde. Jetzt suchen wir den Honig und den Bienenstock. Die Bienen fühlen sich in meinem Versteck wie zu Hause. Die Bienen haben es auf die Blume abgesehen, die auf dem Bürgermeisterhut ist. Sie sammeln Nektar. Aus Nektar machen Bienen Honig. Ich weiß schon, wen ich rufen werde. Hallo, Ryder. Was gibt's? Sky, ich möchte, dass du ein paar Bienen aus Besserwissers Versteck lockst. Okay, ich heb jetzt ab. Hallo, Bienen. Ich habe eine schöne Blume voller Nektar für euch. Jetzt bring sie zurück zu Bäuerin Yumi. Verstanden. Die Bienen fliegen in den Bienenstock, um mehr Honig zu machen. Süß. Danke, dass ihr meinen Honig gefunden habt, meinen Bienenstock und meine Bienen. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Zzzz reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Bürgermeister Besserwisser hat einen speziellen Müllwagen mitgebracht, den Bessie-Entsorger. Jetzt ist eine Möwe reingeflogen und hat den Rückwärtsmodus aktiviert. Und nun wirft der Wagen überall Müll in der Stadt herum. Für diesen Einsatz brauchen wir Sky. Ich heb jetzt ab. Und Rocky. Rocky rockt. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Das gibt's doch nicht. Der Wagen hat sogar hier Müll abgeladen. Das kriegen wir in den Griff. Und zwar hiermit. Ein toller Laster, Ryder. Gleich wirst du staunen. Na, also das nenne ich mal Upcycling. Was Altes hinein, was Neues erscheint. Ryder, ich habe den Bessie-Entsorger gefunden. Wo ist er? Kurz hinter der Stadt auf eine Brücke zu und jetzt öffnet sie sich. Die Brücke ist schon hochgefahren. Aber wie kommen wir jetzt zu dem Laster? Diese Müllwürfel versperren uns den Weg. Ja, ich weiß, aber mit Upcycling klappt das schon. Was du machst, gefällt mir richtig gut, Rocky. Fertig, das war's. Jetzt werde ich ihn mir schnappen. Hab dich! Ein voller Erfolg, Rocky. Oh, danke, dass ihr den Tag gerettet habt, Paw Patrol. War uns ein Vergnügen. Wenn wieder mal ein Bessie-Entsorger für Chaos sorgt, ein Anruf reicht. Freunde, wir müssen Reinhard in die Gondel zurückhelfen und seinen undichten Ballon reparieren. Hilfe! Also für diesen Einsatz brauchen wir Rubble. Rubble ist der Retter! Und Rocky. Woo! Rocky rockt! Rubble, Rocky, los, los, los! Wir haben sie gefunden, die Monsterschnabelinsel. Nein, Reinhard, warten Sie! Hä? Dieser Felsen fühlt sich nicht sehr felsig an. Er fühlt sich an wie Federn. Ah! Festhalten, Reinhard! Ryder und die Fellfreunde sind unterwegs! Schnell, flick das Loch, Rocky! Klebstoffflasche! Mit Sekundenkleber haben wir das gleich. Und jetzt pumpe den Ballon mit heißer Luft aus deinem Staubsauger auf. Staubsauger. Okay,
Hey, Reinhard, machen Sie sich bereit, auf mein Kommando auf mein Schwebebord zu springen. Vielleicht sollte ich vorher versuchen, den Monsterschnabel zu beruhigen. Pelikane stehen total auf Tintenfisch. Das war knapp, Reinhard. Lassen Sie bloß nicht los. Jetzt bringe ich Sie zurück zum Ballon. Und das war ein weiteres erfolgreiches Reisender-Reinhard-Abenteuer. Und so, meine treuen Zuschauer, stieß ich zufällig auf die legendäre Monsterschnabelinsel. Mit Hilfe der Paw Patrol. Das haben wir sehr gern gemacht, wenn Sie wieder mal auf einem Riesenvogel landen, ein Anruf reicht. Na schön, also gut. In früheren Zeiten, wann immer es Vollmond war, mussten die Leute immer gut aufpassen, wenn sie nach draußen gingen. Denn es konnte passieren, dass er sich anschlich und die Leute erblickte. Er lag auf der Lauer und heulte. Die Leute nannten ihn den wilden Werwelpen. Rocky rockt und geht jetzt schlafen. Wow, ich bin wirklich schnell. Ich wünschte, meine Freunde könnten mich jetzt sehen. Oh, aber vielleicht würden sie sich erschrecken. Puh, hier riecht's nach Stinktier. Na sowas, vor mir hat sich noch nie ein Stinktier gefürchtet. Hey, warte, hab keine Angst. Wow, ich kann wirklich weit springen. Ein Werwelpe zu sein macht richtig Spaß. Ist da jemand? Los, geh weg, Bär. Oder ich bin's doch nur, Rocky, der Werwelpe. Werwelpe? Da hatte wohl jemand einen ziemlich aufregenden Traum. Aber den Bären hast du ganz schön Angst eingejagt und unsere Marshmallows gerettet. Danke sehr. Das stimmt. Tja, Hilfe holen ist ganz leicht. Einmal heulen reicht. Die Helfer auf ihr Pfoten sind bereit, Ryder. Die Ruff Ruff Gang sitzt mit dem Reisebus von Bürgermeisterin Gutherz auf dem Twister-Tafelberg fest. Die Bürgermeisterin und die Touristen kommen jetzt nicht mehr weg. Hilfe! Für diesen besonderen Einsatz brauchen wir Wildcat. Krallenstark! Dieser Kater ist bereit für eine wilde Fahrt. Und Rubble. Rubble ist der Motorretter! Alles klar! Die Helfer auf vier Pfoten legen los! Alright! Ich bin so froh, dass ihr hier seid! Und wir werden ihnen helfen. Rubble, fang an, den Weg freizuräumen. Wird gemacht, Ryder! Miau! Super Raketenantrieb! Das ist eine tolle Show! Miau! Vollknollwerfer! Oh, ein Hochseil! Darauf wollte ich schon immer mal balancieren. Ich brauche keinen von den Superhunden, um gerettet zu werden. Und eine Katze schon gar nicht. Radkappe, es ist sicherer, wenn... Die Ruff Ruff Gang weiß schon, was sie macht. Wildcat, wir müssen die Kontrolle über den Bus bekommen. Rubble versucht unten die Felsbrocken rechtzeitig wegzuräumen. Kreislauf einfahren. Es tut mir leid, Motorrad. Mach dich bereit. Rubble, beeil dich! Ich hab eine Idee. Eine Rampe! Rubble hat eine Rampe gebaut. Wow. Wuhu! Ryder, Wildcat, Moto Patrol, danke, dass ihr uns gerettet habt. Und wenn die Ruff Ruff Gang wieder mal den Bus entführt, ein Anruf reicht. Toll macht ihr das Fell, Freunde. Diese Fläche sieht jetzt wirklich wunderschön aus. Das könnte ein Park werden. Toll, dieser Vogel hat hier schon ein Zuhause gefunden. Hallo, Frau Fröhlich, was gibt's? Es sind überall Löcher in meinem Garten aufgetaucht, Ryder. Man kann nirgendwo hintreten, ohne in eins reinzufallen. Und das ist Walter und mir gerade passiert. Wir machen uns auf den Weg, Frau Fröhlich.
bin ich froh, euch zu sehen, Ryder. Wo ist Walter? Bei dem Baum davon. Oh, oh, der Baum kippt um und dann ist Walter gefangen. Oh. Rocky, hol ihn da raus, schnell. Hallo, Walter. Brauchst du Hilfe? Halten Sie sich vorne an mein Board fest. Ich kann das! Sky, lass den Gurt runter für Rubble. Geht klar, Ryder. Ist alles gut bei dir, Rubble? Ja, mir geht es gut. Aber bei Frau Fröhlichs Haus bin ich mir nicht sicher. Es wird nur noch von einer dicken Säule aus Lehm gehalten. Aber Ryder, wie soll ich denn in einem kippeligen, schiefen Haus wohnen? Wir werden es versetzen. Wohin? Ich weiß einen Ort. Das Grundstück, das wir verschönert haben. Oh, das klingt nett. Zieh es hoch, Oberhund. Oberhund, du kannst losfliegen. Vorsicht, Vorsicht. Langsam. Und jetzt absetzen, Robohund. Ihr habt es geschafft. Sehr gut. Dieser Bursche ist nicht mal annähernd so talentiert wie ich. Oder, Kätzchen? Ach, ist doch nicht schwer, so schöne Musik zu spielen, wenn man eine so gute Gitarre hat. Das ist es. Oh, meine Gitarre. Sie ist weg. Wir müssen sie unbedingt finden. Ich rufe besser die Paw Patrol. Hey, was soll das? Wollt ihr nicht meine wunderbare Musik hören? Kommt sofort zurück mit der Gitarre. Da ist er. Meine Gitarre! Der Hügel ist zu steil, um raufzufahren. Wir müssen laufen. Ich hol Verstärkung. Sky, wir brauchen vielleicht Unterstützung aus der Luft. Verstanden, Ryder. Ja, ich bin der Flughund. Oh. Freunde, ich kann die Gitarre riechen. Sie ist in dem hohlen Baumstamm. Ich hol sie mit meinem Wurfhaken. Meine Gitarre! Gustav! Oh, Hilfe! Da hat wohl jemand den Aufzug bestellt. Rettungsgurt! Hey Gustav, alles in Ordnung? Ja, es geht mir gut, dank Sky. Aber meine Gitarre steckt immer noch in dem Baumstamm. Nicht mehr lange! Vorparken! Ich wieder. Danke, Paw Patrol. Die Sonne, sie geht langsam unter. Hast du eine Idee, was wir machen sollen, wenn die Riesenspinne aus ihrer Hülle kommt? Die Paw Patrol, wir sind gerettet. Also, Captain Tollpatsch, Stasi-Kopf überhängen, befreien wir sie zuerst. Greifer. Beeilen wir uns, bevor die riesige Höhlenspinne kommt und uns ihr gruseliges Spinnengesicht zeigt. Und jetzt an meinem Schwebebord festhalten, Captain. Oh, 1A Aktion, Rubble. Gute Arbeit, Fellfreunde. Und jetzt au revoir. Ich zieh erstmal ihr Bein aus dem Netz. Rocky braucht meine Hilfe. Rocky, flieg unter das Spinnennetz und zieh es mit deinem Greifer nach unten. Okay, mach ich. Oh, jetzt weiß ich, wie sich die Vögel fühlen. Oh. Chase bringt sie erstmal in Sicherheit. Hallo, vergesst mich nicht. Die riesige Höhlenspinne kommt aus der Höhle. Der Schatten ist schon mal spektakulär. Ich schaffe das. Festhalten, Captain. Mach ich. Seht euch das an. Das ist die
riesige Höhlenspinne? Ha, kaum zu glauben. Vor diesem allerliebsten Achtfüßler haben wir uns gefürchtet. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Gut, dass ihr euch so beeilt habt. Wir müssen nämlich diesmal super schnell etwas bauen. Affennaut Captain Gordy ist vom Kurs abgekommen. Wir müssen Captain Gordy helfen, sicher zu landen. Deshalb brauche ich euch alle, damit ihr einen Landeplatz baut. Schnell! Also, Freunde, diesmal geht es um einen ultimativen Bauarbeitereinsatz. Wir sind dabei! Du kannst dich auf uns verlassen! Wir brauchen einen Bauexperten, der euch anleitet. Rubble und sein ultimatives Baufahrzeug. Die Helfer auf vier Pfoten legen los! Oh nein, Gordy soll in der Schlucht landen. Aber die ist viel zu eng für den Landeplatz. Sie ist einfach zu schmal. Wenn es nicht in die Breite geht, gehen wir in die Höhe. Was sollen wir denn bauen, Rubble? Vertraut mir einfach und folgt meinen Anweisungen. Zuerst bauen wir den alten Landeplatz auseinander. Nicht verschwenden, wiederverwenden. Zuma, du musst hier Pfostenlöcher bohren. Ryder und Chase, wir müssen die Pfosten in diesen Löchern versenken. Ich sehe Gordys Raumschiff. Wir müssen uns beeilen. Captain Gordy verlässt sich auf uns. Rubble, das ist der coolste Landeplatz aller Zeiten. Eine Rubble-Retter-Spiralrutsche. Da kommt er. Bitte kommen. Geht es Captain Gordy gut? Er ist gelandet, gesund und munter. Danke, Ryder. Ihr wart großartig. Rubble verdient den größten Dank. Wenn wir die Ballons befüllt haben, kann es endlich losgehen mit unserem Essen. Wer hat das alles umgestoßen? Guck mal, Tante Gutherz, ein fliegender Truthahn. Was? Ich rufe sofort die Paw Patrol. Hallo, Frau Bürgermeisterin. Ryder, Henrietta ist völlig schockiert. Die Truthahn-Hüpfburg ist weggeflogen. Weggeflogen? Ich sehe sie. Und noch etwas anderes. Eins von Bürgermeister Besserwissers Kätzchen. Wir sind gleich da. Keine Truthahn-Hüpfburg zu hoch, keine Pfote zu klein. Ryder, ich nähere mich der Hüpfburg. Super, wir sind direkt hinter dir, Sky. Ryder, ich sehe einen Ring unten an der Truthahn-Hüpfburg. Ich mache meinen Haken dran fest und bringe sie zurück zum Boden. Sehr gut, wir retten zuerst das Kätzchen und dann die Truthahn-Hüpfburg. Chase, spann dein Netz auf. Netz! Guck mal. Noch nicht den Haken anbringen, da sind noch mehr Kätzchen. Jetzt noch die schwebende Hüpfburg fangen. Haken! Abziehen! Gut gemacht, Sky. Und jetzt zurück. Wir wollen pünktlich beim Essen sein. Ryder, ich möchte mich bei euch dafür bedanken, dass ihr meine Kätzchen gerettet habt. Das haben wir gern gemacht. Sollten sie wieder mal mit einer Hüpfburg davonschweben, ein Anruf reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Bürgermeister Besserwisser ist irgendwie in das Innere eines riesigen Schokoladenhasen gekommen. Wer hätte geglaubt, dass der Bürgermeister so süß wie Schokolade ist? Er wird von einem schrecklichen Ungeheuer in den Wald verschleppt und wir müssen ihn retten. Für diesen Einsatz brauchen wir Geheimspion Chase. Das ist ein Fall für Geheimspion Chase. Und Sky. Wiff, ich heb jetzt ab. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Hilfe! Sky, wir brauchen deinen Rettungsgurt. Wird gemacht, Ryder. Oh, oh. Sky, die Schokolade fängt an zu schmelzen. Beeil dich.
Chase, fahr los. Du musst in der Schlucht dein Netz aufspannen. Bin schon unterwegs. Was passiert mit mir? Oh nein, ich hab ihn fast gehabt. Ruff, Netz. Der Schokohase ist abgeprallt. Und jetzt treibt er auf dem Fluss von uns weg. Hilfe. Zuma, wir brauchen dich und dein Luftkissenboot sofort. Ab ins Wasser. Wir müssen es schaffen, den Hasen ans Ufer zu ziehen. Ryder, wir haben ein Problem. Oh ja, die Delfine sind viel zu nah dran. Zuma, zieh den Hasen irgendwie ans Ufer. Und zwar schnell. Ruff, Rettungsring! Was passiert mit mir? Greifen Sie nach dem Rettungsring, ich helfe Ihnen. Hat ja ganz schön lange gedauert, aber danke für eure Rettung. War uns ein Vergnügen, Herr Bürgermeister. Und wenn Ihre Schokolade wieder mal aufweicht, ein Anruf reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Wir haben heute ein doppeltes Problem. Danny saust durch die Kanalisation und Flitzezahn kann ihre Inlineskates nicht ausschalten. Oh, oh nein! Flitzezahn? Wer ist das? Frau Fröhlich. Das war früher in der Roller-Derby-Mannschaft ihr Spitzname. Für diesen Einsatz brauchen wir Geheimspion Chase. Das ist ein Fall für Geheimspion Chase. Außerdem brauchen wir Marshall. Marshall macht's. Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Bin ich froh, dass ihr da seid. Wir haben Frau Fröhlich und Danny nicht mehr gesehen, seit sie in dem Gully verschwunden sind. Chase, jetzt brauchen wir deine Flugkamera. Alles klar, Ryder. Flugkamera. Wir sind zu schnell unterwegs. Ich kann nicht anhalten. Wenn das so ist, dann gib mir meinen Pullover. Wir machen ihn zu einem Bremsschirm. Da kommen sie. Marshall, Chase, ihr müsst sie stoppen. Alles klar. Dann los. Au, au. Wasserdüsen. Netz! Oh, also da war der Knopf zum Ausschalten. Danke. Danke, Paw Patrol. Das war sowas von extrem. Das mache ich ganz bestimmt nicht nochmal. Das haben wir gern gemacht. Du weißt ja, Vollbremsungen sind ganz leicht. Ein Anruf reicht. Bürgermeister Besserwisser hat mit seinem Schiff einen Eisberg gerammt. Wir müssen es reparieren, bevor es sinkt, damit die Bürgermeisterin und die anderen nach Hause segeln können. Hilfe! Für diesen Einsatz brauchen wir Rocky. Rocky rockt. Und Everest. Bei Eis und Schnee ist doch klar, bin ich da. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Also los, bergen wir das Schiff. Okay, Everest, wir müssen den Paw Patroller mit dem Schiff verbinden. Gut gezielt, Everest. Und jetzt holen wir es an Land. Los geht's, Robohund. Hurra! Wenn wir fertig sind, wird das Schiff noch viel besser sein als vorher. Gut, dann kann Bürgermeister Besserwisser alle zur Abenteuerbucht zurückbringen. Moment, wo ist Bürgermeister Besserwisser? Tja, was den betrifft. Eine Höhle? Ich wette, dass der Schatz hier irgendwo ist. Warten Sie, Herr Bürgermeister, Vorsicht, Sie lösen eine Lawine aus. Oh, ich hatte es schon fast geschafft. Ich hab ihn gesehen. So, das sollte genügen. Jetzt können Sie nach Hause segeln. Ryder, danke, dass ihr uns vor der Kälte gerettet habt. Kein Problem. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht.
Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Captain Ryder. Sehr gut, denn heute hat die Paw Patrol einen ganz besonderen Einsatz. Wir fahren mit dem Sea Patroller zum Hof von Bauer Alfred. Was? Wir wissen nicht warum, aber sein Bauernhof steht unter Wasser. Zuma, ich möchte, dass du mit deinem U-Boot herausfindest, woher das Wasser kommt. Achtung, fertig, nass werden. Na, da laust mich doch der Affe. Robohund, und jetzt den Wasserfahrmodus einschalten. Zuma, finde heraus, woher das Wasser kommt. Wird gemacht, Captain Ryder. Wow, komisch, so ein Unterwasserbauernhof. Ryder, ich habe einen Schlauch gefunden, aus dem immer noch Wasser läuft. Alles klar, folge dem Schlauch zum Wasserhahn und dreh das Wasser ab. So was Dummes hätte ich doch nur den Felsbrocken vom Gully geschoben. Also darum läuft das Wasser nicht ab, der Abfluss ist blockiert. Das kriegen wir schon hin. Rubble, du musst den Stein wegschieben, damit das Wasser abläuft. Na gut, dann werde ich mal den Stöpsel ziehen. Das ist ja ein echter Brocken. Aber den kriege ich weg. Ryder, ich hab's geschafft. Du musst ganz schnell wegschwimmen, Rubble. Abfließendes Wasser ist wie ein Strudel. Alles klar. Rückwärtsgang. Vielen Dank für alles, Paw Patrol. Ihr habt meinen Hof gerettet. Sie wissen ja, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Bauer Alfred, ich hab vergessen, das Wasser abzustellen. Ups, tut mir leid. Jeder macht mal einen Fehler. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch beeilt habt. Olivia, die Straußenmama, ist in Schwierigkeiten. Es wird alles gut werden. Wir lassen sie ja nicht im Stich. Rubble, du musst mit deinem Schaufelbagger den Felsbrocken wegschieben und Olivia befreien. Sky, du musst Olivia mit deinem Rettungsgurt aus der Schlucht heben. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ryder, ich wusste, dass ihr schnell kommt. Es wird alles wieder gut, Oscar. Wir helfen Olivia. Kral! Geschafft. Zieh ihn hoch. Hör zu, Sky. Lass jetzt den Gurt runter. Ich glaube, Olivia fliegt nicht so gern. Ich muss sie absetzen. Dann müssen wir einen anderen Weg finden, um sie zu ihren Eiern zu bringen. Arme Olivia, dein Fuß tut weh, ha? Tja, sie kann auf keinen Fall nach Hause laufen. Wir müssen sie fahren. Robohund, bitte komm. Du musst den Paw Patroller herbringen, damit wir Olivia zurück nach Hause fahren können. Hier ist der Paw Patroller, Olivia. Robohund kann dich zurückfahren. Jetzt bringen wir Olivia rein und... Kusch, kusch! Robohund, setz deine Düsen ein. Du musst sie zurückholen. Vielen Dank, dass ihr unsere Straußenfamilie gerettet habt, Ryder. Kein Problem. Sind ihre Vögel mal weggerannt? Ein Anruf reicht. Das ist mein Lieblingscomic. Der Hundenator. Super, cool. Cool. Stark. Los, kommt, ihr spielt Hundenator. Ihr spielt Hundenator? Spielst du mit? Frau Bürgermeisterin, alles in Ordnung? Leider nicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Eine Ritterrüstung ist aus einem Transportflugzeug rausgefallen. Sie ist in viele Teile zerbrochen und wurde über die Stadt verteilt. Aber das war doch das Geschenk für die Prinzessin. Ich weiß, deshalb müssen wir uns auch beeilen. Für diesen Einsatz brauchen wir... Rocky, du musst die Rüstung mit deinem neuen Upcycling-Truck wieder zusammensetzen. Rocky rockt. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ich hoffe, dass wir die Rüstung wieder hinkriegen. Ja, das hoffen wir alle. Hallo, Frau Bürgermeisterin. Der Zug der Prinzessin ist gerade angekommen. Bitte sagt mir, dass die Rüstung fertig ist. Überzeugen Sie sich selbst. Seid gegrüßt, Eure königliche Hoheit. Wir haben ein ganz besonderes und einzigartiges Geschenk für die Prinzessin. Ups.
Oh, entschuldigen Sie bitte das Geschäpper, Frau Bürgermeisterin. Überall, wo wir hinkamen, schenkte man uns eine Rüstung. Frau Bürgermeisterin, wir haben die... Ryder, wusstest du schon, dass die Prinzessin einen ganzen Waggon voller Rüstungen hat? Sie befinden sich alle da drin. Wow. Ryder, ich glaube, ich habe eine Idee. Wir kommen gleich wieder. Rubble, wir müssen die Rüstung zurück in den Upcycling-Laster packen. Ah, der Hundenator. Wir sind große Fans. Dankeschön, Paw Patrol. Wann immer Sie ein besonderes Geschenk brauchen, ein Anruf reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Mit Bauarbeiterausrüstung. Danke, dass ihr so schnell hergekommen seid, Freunde. Irgendwas hat die Blockhütte von Onkel Herbert kaputt gemacht. Armer Onkel Herbert. Wir brauchen jede Pfote, um Onkel Herberts Hütte wieder aufzubauen. Und deswegen startet jetzt ein ultimativer Bauarbeitereinsatz. Wir brauchen einen Bauexperten, der die Leitung der Gruppe übernimmt. Rubble. Mit deinem ultimativen Baufahrzeug. Rubble ist der ultimative Retter. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Oh nein! Onkel Herbert! Doch nicht! Ja, ich weiß. Ich bin nur noch mal rausgegangen, um meinem Freund Bernie was zu futtern zu bringen. Und auf einmal... Bang! Das ist sehr viel Arbeit, Onkel Herbert. Aber du weißt ja, die Helfer auf vier Pfoten kriegen alles wieder hin. Kommt her und packt alle mit an. Ich hab nicht mich gemeint, sondern die Trümmer. Marshall, schmeiß die Dampfwalze an und mach den Boden glatt. Und Zuma, du bohrst Löcher für die Pfosten. Wände richten wir mit deiner Seilwinde auf. Seilwinde! Gut gemacht, Bauarbeiter! So stabil wie die Hütte jetzt ist, kriegt sie keiner mehr so schnell kaputt. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Robohund? Folge dem Signal zur große Felsenschlucht. Dort hat Herr Segelohr sein Handy verloren. Und außerdem sind Wölfe bei ihm. Über der große Felsenschlucht zieht doch das Gewitter auf. In der Schlucht liegen Felsbrocken herum. Und dafür brauchen wir Rubble. Rubble ist der Retter. Und Marshall. Da du gut mit Tieren sprechen kannst, musst du den Wölfen sagen, dass sie sich von Herrn Segelohr fernhalten sollen. Ich bin der Rettungshund. Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Marshall, fahrt in Richtung Südosten in die Schlucht rein. Dort befinden sich Herr Segelohr und die Wölfe. Und so sage ich den Wölfen, dass sie verschwinden sollen. Oh nein, kommt etwa noch ein Wolf? Macht Marshall. Dann rette ich mal Herrn Segelohr. Ryder, wir haben ein Problem. Und wir haben noch ein Problem, Ryder. Das Gewitter, das wir vermeiden wollten, es ist schon fast da. Wir müssen Herrn Segelohr schnell da rausholen, bevor die Schlucht vollläuft. Marshall, führ deine neuen Freunde in den Paw Patroller. Los! Rubble, versuch den Felsbrocken aus dem Weg zu räumen. Bobo-Hund, raus aus der Schlucht. Warum sind die Wölfe denn hier? Keine Angst, wir sind Freunde. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Der Superschüttler ist auf einmal durchgedreht und hat fast ihr Silo umgestoßen. Das ist doch... Wir müssen das Silo stabilisieren und den Schüttler stoppen. Für diesen Einsatz brauchen wir Rubble. Rubble ist der Retter!
Und Chase. Das ist ein Fall für Chase. Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Oh, danke, Ryder. Was für eine Erleichterung. Aber der Superschüttler rast immer noch herum. Er ist in die Richtung gefahren. Wir müssen ihn aufhalten, Fellfreunde. Mir nach. Oh, oh. Hui! Ryder, er sitzt im Superschüttler. Wir bringen Alex unbeschadet zurück. Sky, Marshall, der Superschüttler ist auf dem Weg zu euch. Ja, verstanden. Wir kümmern uns drum. Hallo, Sky! Gut festhalten, Alex. Es geht aufwärts. Wow, Wahnsinn. Fliegen kann er auch. Das ist was für meine nächste Geburtstagsparty. Gut geflogen, Sky. Marshall, du bist dran. Holen wir Alex da raus. Leiter hoch. Alex, kletter runter. Ui. Nichts passiert. Marshall, schalte den Superschüttler aus. Puh, Sky, du kannst mich runterlassen. Danke, dass ihr Alex gerettet habt, Paw Patrol. Wenn euch wieder mal irgendwas durchschüttelt, ein Anruf reicht. Ja, gehen Sie und genießen Sie den Urlaub. Also dann, macht's gut. Ist das wirklich der richtige Weg? Ich sehe nichts bei diesem Nebel. Ist ein tolles Hotel, wo wir wohnen. Und Mekka-Lisa hat es im Internet alleine gebucht. Na bitte, der Strand. Ich wusste, dass wir auf dem richtigen Weg waren. Siehst du, da stehen eine Sonnenliege und ein Sonnenschirm. Hm, aber wo ist denn das Hotel? Es ist bestimmt in dem Felsen. Ich finde es irgendwie ganz hübsch. Oh, sieh doch mal. Richtig schicke Hüte, nicht wahr? Die sind bestimmt für die Gäste. Da bin ich wieder mit eurem Thunfisch. Was ist denn das? Einbrecher, die sich in mein Geheimversteck schleichen? Das könnte denen so passen. Die werden sich noch ganz schön wundern. Wozu habe ich die Geheimversteckverriegelung? Was ist das für ein Rumpel? Vielleicht ist der Flughafen in der Nähe. Das habt ihr jetzt davon. Ihr sitzt fest. Zusammen mit meinen Kätzchen. Ah, meine Kätzchen. Bürgermeister Besserwisser? Hallo, Ryder. Ich war mutig und habe mit einem Felsbrocken Einbrecher in meiner Höhle eingesperrt. Aber dummerweise sind meine Kätzchen auch eingesperrt. Wir kommen sofort. Hallo, Herr Bürgermeister, ist das der Felsbrocken? Ja, und beeilt euch, wenn meinen Kätzchen was passiert, wäre ich sehr, sehr traurig. Felsbrocken wird weggeräumt. Da seid ihr ja, bin ich froh. Haben diese bösen Einbrecher euch erschreckt? Wer sind denn die Einbrecher? Oh, hallo, Ryder. Habt ihr auch dieses Hotel gebucht? Na, das nenne ich mal einen Zufall. Ich fliege um die Welt mit meinem großen Ballon. Entdecke viele Städte aus dem Lexikon. Bin hier und dort überall, über Meer, über Land hinfort. Ich bin der Reise Reinhard. Und dies ist die Reise Reinhard Show. Oh, ein kleiner Seeadler. Du kriegst auch einen schönen Namen von mir. Adlietta. Adlietta, da ist er. Der Nordpol! Ohne Schnee? Hallo, Tracker, was gibt's? Guck mal! Was für ein Winde-Wunderland! Das sind Henrietta und Reinhard! Sieh, und er denkt, er ist am Nordpol. Wir sind schon unterwegs. Probehund fliegt zum Dschungel. Hola, Ryder. Er ist da oben. Gut festhalten, Reinhard. Wir holen sie da runter. Ryder, wie kommst dann du ganz hier rauf zum frostigen Nordpol? Chase, du musst dein Netz auswerfen, damit Reinhard und Henrietta reinspringen können. Wir holen sie jetzt da runter, Reinhard. Aber wir müssen uns beeilen. Sieh mal. Dieses Abenteuer wird von Minute zu Minute faszinierender.
Chase, wirf jetzt dein Netz aus. Ruff! Netz! Oh, wo ist die Spinne, die dieses Netz gewebt hat? Sie muss riesengroß sein. Und nun wird's Zeit, sich zu verabschieden von dem aufregenden Nordpol. Leider musste ich Abschied nehmen von meiner ach so treuen Gefährtin, Adrietta. Aber ich habe einen neuen gefunden. Wohin jetzt, Hamsterretter? Die Helfer auf ihr Pfoten sind bereit, Ryder. Gerda Gewinnegern ist in den Sumpf gefahren, um einen Frosch zu finden. Und jetzt stecken ihr Wagen, ihr Anhänger und ihr Pony fest und versinken im Sumpf. Also für diesen Einsatz brauchen wir Rubble. Rubble ist der Retter! Und Chase. Das ist ein Fall für Chase. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Wir haben's geschafft. Echt super. Sehr gut, Freunde. Und jetzt den Anhänger ankuppeln, damit Frau Gewinnegern zum Wettbewerb fahren kann. Ganz ruhig, Felicia. Halt das. Ich hole mein Pony weg von diesem furchtbaren, klebrigen Matsch. Felicia! Ah! 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 Ich erinnere mich nicht, eine Schlammpackung bestellt zu haben. Zuma, wir treffen uns gleich beim Sumpf. In Ordnung, Ryder. Ab ins Wasser. Das arme Pony kann sich nicht mehr lange halten. Da hast du recht. Wir müssen ihm irgendwie helfen. Vielleicht mit den Baumstämmen. Felicia, wir haben hier ein kleines Floß gebaut. Tolle Rettungsaktion, Zuma. Danke, Rubble. Felicia, du bist in Sicherheit. Danke, vielen Dank. Hellenhunde? Nein, Flauschfreunde? Ich meine, Paw Patrol. Selbstverständlich, das wollte ich gerade sagen. Haben wir gern gemacht. Falls Sie wieder mal im Schlamm feststecken, ein Anruf reicht. Die Helfer auf ihr Pfoten sind bereit, Ryder! Alex ist auf einem Biberdamm eingeklemmt. Oh nein! Und der Damm versperrt den Lachsen den Weg zur offenen See. Leider können wir ihn nicht auseinandernehmen, weil die Biber ihn brauchen. Für diesen Einsatz brauchen wir Sky. Ich heb jetzt ab! Und Rubble. Rubble ist der Retter! Alles klar, die Helfer auf ihr Pfoten legen los! Sieh mal, kleiner Piep, da ist die Paw Patrol. Sky, lass uns Alex und den kleinen Piep in Sicherheit bringen. Verstanden, Ryder. Rubble, fang an, den Graben entlang des Flusses auszuheben. Dann können das Wasser und die Lachse am Damm vorbeifließen. Geht schon los. Rettungsgurt. Danke, Sky. Wir sind bereit. Gut gemacht, Sky. Wie geht's bei dir voran, Rubble? Ziemlich langsam. Seht mal. Oh, oh, so etwas läuft wohl unter legendärer Lachsschwarm. Wir müssen sie an diesem bombastischen Biberdamm vorbeibringen. Tut mir leid. Ich brauche mehr Zeit, um den Graben zu schaufeln. Ist schon in Ordnung, Rubble. Dass die Fische so schnell hier sind, hätte niemand gedacht. Wenn der Biberbau ein wenig flacher wäre, dann könnten die Fische drüber springen. Oder aber sie springen höher. Hier entlang bitte für eine fröhliche Flugreise, meine feinen Fischfreunde. Das ist mega! Total cool! Juhu! Ja! Ja! Geniale Idee mit der Fischschleuder. Darauf können wir zurückgreifen, falls wir wieder mal eine Biberbaublockade haben. Ha, danke, Paw Patrol. Kein Problem, Captain Tollpatsch. Wenn wieder mal ein Lachs festsitzt, ein Anruf reicht. Es ist jetzt echt schon dunkel. Dann schalte ich mal den Leuchtturm ein. Mal sehen, was er noch alles kann. Das ist ja voll der Hammer. Ich muss den Lichtstrahl auf sie lenken wie ein Scheinwerfer. Ja, jetzt drehe ich das Licht sogar noch etwas heller. Und dann scheint es doll genug für den wahnsinnigsten leicht übertragenen Sprung aller Zeiten.
Schiff wird die Insel nicht sehen können. Oh nein, die Tür ist verschlossen und ich habe die Schlüssel drin gelassen. Ich muss die Paw Patrol anrufen. Diese Tür ist verschlossen. Chase, du musst mit deinen Saugnapfpfoten darauf klettern und durch das offene Fenster steigen. Saugnapfpfoten! Die Schuhe wären echt cool für ein paar Megatricks. Zuma, wie sieht's aus? Es ist total dunkel hier draußen. Ich glaube, der Kapitän kann mich weder hören noch sehen, Ryder. Halte Abstand, Zuma. Ich pass auf und ich versuche weiter, den Kapitän zu warnen. Ich bin drin, Ryder. Ich komm gleich runter. Die Glühbirne ist durchgebrannt. Wir brauchen eine neue. Neue Glühbirne kommt sofort. Wir müssen uns beeilen. Der Frachter kracht sonst ans Ufer. Ryder, das Schiff ist außer Gefahr. Ja! Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Klasse. Wir haben einen dringenden Rettungseinsatz auf der Sonnenfelsinsel. Schnee? Auf einer tropischen Insel? Ja. Herr Pfeffer und Alex sind total eingeschneit und sitzen fest. Wir müssen sie finden und von der Insel holen. Robohund, nimm das Schneemobil von Everest mit und flieg uns zur Insel. Tolle Schneeschuhe hast du gebastelt, Opa. Was wollen wir spielen? Ein Spiel namens Wanderung zum Strand. Es ist eine große offene Fläche. Die Paw Patrol wird uns dort mit Sicherheit finden. Alles klar. Ich zuerst. Wow! Guck mal, Opa, ich fahr Ski. Vorsichtig, Alex! Bis später, Alligator! Alex, wir müssen langsamer fahren! Ich glaube, das kann ich nicht, aber es macht Spaß! Oh, oh, wir rasen auf eine Klippe zu! Sichtgerät! Ryder, ich sehe Alex und Herrn Pfeffer den Berg runterfahren. Aber sie sausen direkt auf einen tiefen Abhang zu. Everest, fahr mit deinem Schneemobil unten vor den Abhang und bau ein Schneekissen. Schnell! Verstanden. Das ist schön weich und gerade rechtzeitig. Ja! Alex, Herr Pfeffer, ist alles in Ordnung? Das war toll. Können wir das nochmal machen? Wir bringen euch an Bord des Air Patrollers. Da ist es schön warm. Das ist der beste Campingausflug aller Zeiten. Und das haben wir dir und der Paw Patrol zu verdanken. Oh, aber gern geschehen. Wenn das Wetter mal wieder verrückt spielt, ein Anruf reicht. Was ist das für ein Geräusch? Keine Ahnung. Hey, da ist ja meine Drohne. Die Steuerung funktioniert immer noch nicht richtig. Ich verstärke mal das Signal und dann... Oh, cool! Du hast es geschafft! Ja, du hast recht! Juhu! Oh, wow! Nein! Mein Schneemann! Es fährt ja von allein. Schneemobil auf der Flucht. Jetzt funktioniert sie ganz toll. Hey! Da fährt das Schneemobil, aber wo ist Everest? Wir sind hier. Und total erschöpft. Oh. Komm, Jake, steig mit auf mein Quad. Spring rein, Everest. Danke. Auf geht's, alle zusammen. Folgen wir dem Schneemobil. Rubble, schneid ihm den Weg ab und benutze die Laubsäcke als Stoßfänger. Alles klar, Ryder. Danke fürs Mitnehmen, Rubble. Kein Problem. Nicht so schnell, Schneemobil. Toll gemacht, Rubble.
Tut mir leid, dass ich so ein Durcheinander angerichtet habe. Ist schon gut. Hast du wieder Probleme mit deiner Fernsteuerung? Ein Anruf reicht. Oh, eine Fledermausfamilie. Fledermäuse sind nachts wach und schlafen am Tag. Mach die Augen wieder zu, Fledermausbaby. Ach was, das ist kein Gold. Das ist bloß ein Kronkorn. Steinschlag! Da unten sind vielleicht Leute. Das heißt, ich muss sie unbedingt warnen. Steinschlag! Steinschlag! Hörst du das Geräusch? Los, schnell, nichts wie raus! Kommt, Fledermäuse, raus aus der Höhle! Ist es vorbei? Puh, jetzt ist es vorbei. Ja, geht's euch gut, ihr beiden? Alles gut, Onkel Herbert. Vielen Dank für die Warnung. Oh nein! Die Fledermausfamilie ist in der Höhle gefangen! Haltet durch, kleine Flattertiere! Wir rufen die Paw Patrol! Wahnsinn! Das sind doppelt so viele Steine, wie ich dachte! Alles wird gut, Fledermaus! Wir befreien deine Familie! Everest, du weißt, was zu tun ist! Greifer! Wollen wir den Brocken mal wegrollen? Danke, dass ihr sie gerettet habt, Paw Patrol. Ihr wisst ja, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Tracker hat einen Laut gehört und wollte schauen, ob jemand Hilfe braucht. Jetzt ist er verschwunden. Wir müssen einen Spürhund aufspüren? Ganz genau. Und für diesen Einsatz brauchen wir Chase. Das ist ein Fall für Chase. Und Sky. Ja, ich bin der Flughund. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Hier ist ein guter Startpunkt für deine Flugkamera. Ruff, Flugkamera. Riesige Affenpfotenabdrücke? Vom Zottelaffen. Vielleicht hat er Tracker gesehen. Sky, vielleicht findest du den Zottelaffen von oben. Moment! Ryder, ich hab ihn gefunden! Zottelaffe läuft mit Tracker in der Pfote davon! Vielleicht kommst du mit der Flugkamera näher ran. Ai, ai, ai! Ruff, Rettungsgurt! Gracias, Sky! Was hat der Zottelaffe denn nur? Er wollte, dass ich ihm bei irgendetwas helfe. Jemand hat ein Problem! In die Richtung! Noch ein Riesenaffe. Er ist in das Loch gefallen und kommt allein nicht mehr heraus. Darum hat dich der Zottelaffe wahrscheinlich mitgenommen. Er braucht Hilfe, um den kleinen Zottelaffen zu retten. Keine Sorge, mein Freund. Wir kriegen dich hier schon irgendwie wieder raus. Ich weiß schon wie, Rocky. Bringe ein paar von den Brettern für die Baumhausreparatur her. Nicht verschwenden, wiederverwenden. Fertig. So, jetzt runter damit. Die ist aber schwer. Wir haben es geschafft. Gerettet. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Uka-Uka reicht. Verstecken spielen im Dschungel macht so viel Spaß. Moment mal. Wir müssen noch Marshall finden. Wo steckt er? Marshall, hab dich gefunden. Du bist nicht Marshall. Ein Pinguin? Na, so etwas sieht man im Dschungel nicht jeden Tag. Ich will sie umarmen. Hierher, Pinguine, 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 kommt alle raus. Was macht der große Eisbrocken denn hier? Ich wette, damit sind die Pinguine hierher getrieben. Eine scharfsinnige Schlussfolgerung, Paw Patrol. Captain Tollpatsch? Diese Pinguine sind weit entfernt von ihrer frostigen Heimat. Wir müssen Ryder anrufen. Hallo Chase, was gibt's? Ryder, wir haben drei Pinguine im Dschungel gefunden, aber dann haben wir sie verloren.
Keine Pinguine zu verirrt, keine Pfote zu klein. Rocky, lauf zu Captain Tollpatsch und hol ein paar Fische und bring dein Katapult mit. Rocky rockt Fische. Seht mal, Captain Tollpatsch hat uns ganz viele Fische geschenkt. Klasse, schleuder die Fische mit deinem Katapult zu den Pinguinen. Damit locken wir sie zu seinem Boot. Kommt her, Pinguine. Es gibt Mittagessen. Danke, dass Sie die Pinguine in ihre Heimat zurückbringen, Captain Tollpatsch. Ich werde sie mit frischem Fisch füttern. Und die Klimaanlage unter Deck sorgt dafür, dass sie sich wohlfühlen, bis sie wieder in ihrer geliebten Kälte sind. Die Helfer auf ihr Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Emmy und Eddie besuchen einen Bauernhof und laufen vor den Tieren davon. Sie müssen sich vor irgendetwas ganz furchtbar erschreckt haben. Wir müssen die Kinder aufhalten, bevor sie sich im Wald verirren. Für diesen Einsatz brauchen wir Chase. Das ist ein Fall für Chase. Und Rubble. Rubble ist der Retter. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Die Tiere sind vor uns. Treiben wir sie zusammen. Ruff, Megafon. Halt, Kulinda, Meckerlise, habt keine Angst, es ist alles gut. Nach links abbiegen, so ist es gut, das macht ihr ganz toll. Das hast du gut gemacht, Chase. Rubble, dann leg mal mit dem Gehege los. Rubble ist der Retter. Super Arbeit. Jetzt müssen wir nur noch Emmy und Eddie wieder sicher nach Hause bringen. Da sitzt ein Krabbeltier. Das ist süß. Und noch ein süßes Krabbeltier. Oh nein, da sind doch die kopfüberfliegenden Dinger, die in Höhlen wohnen. Die heißen Fledermäuse. Ah! Es ist so dunkel. Hilfe! Hilfe! Sie sind da unten. Schnell zieh sie rauf. Ruff, Seilwinde! Alle zusammen an der Seilwinde festhalten. Chase zieht euch rauf. Seilwinde einziehen. Hui. Danke fürs Raufziehen. Jetzt ist es wohl an der Zeit zu sagen, danke, Paw Patrol. Sie wissen ja, ist das Babysitten mal nicht leicht, ein Anruf reicht. Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an.